Peppa und Luzi spielen Polizistinnen. Polizei, wir helfen dir. Danke, Polizistinnen. Gern geschehen. Wir müssen wieder zurück, um neue Verbrechen zu lösen. Oh je. Was ist los, Madame Gazelle? Ich kann meinen Spezialkühli nirgendwo finden. Das klingt nach einem Rätsel. Keine Sorge, denn ich und Polizistin Luzi werden den Fall lösen. Peppa und Luzi suchen nach Hinweisen, um den Spezialkuli zu finden. Sie benutzen eine Lupe. Damit können sie kleine Dinge größer sehen. Aha! Lila! Das hat die gleiche Farbe wie Klausi Kleffs T-Shirt. Hast du den Spezialkuli gesehen, Klausi? Ich glaube nicht, nein. Nun, wir nehmen dich besser mal mit auf unser Polizeirevier, um dir da ein paar Fragen zu stellen. Peppa und Luzi haben einen Teil des Raums zu einem Polizeirevier umgestaltet, wo sie alle zum Spezialkuli befragen können. Es besteht aus Büchern und Kissen. Dieses Polizeirevier hat nicht einmal Türen. Es ist aber ein schöner Ort zum Lesen. Peppa und Luzi Locke stellen allen Fragen zum Spezialkuli. Sie haben auch Molly Mietze aufs Polizeirevier gebracht. Molly Mietze, erinnerst du dich, welche Farbe der Spezialkuli hat? Rot? Nein, grün. Oder doch rosa? Nein, blau. Aha, das hat uns jetzt sehr geholfen. Sehen wir uns jetzt genau um. Der blaue Spezialkuli muss hier irgendwo versteckt sein. Peppa und Luzi Locke suchen überall nach dem Spezialkuli. Oh. Aber sie können ihn nirgends finden. Ich kann ihn leider nirgendwo finden. Ich habe eine Idee. Jetzt muss Madame Gazelle auf dem Polizeirevier Fragen beantworten. Wann haben Sie Ihren Spezialkuli das letzte Mal gesehen? Nun, mal sehen. Ich hab ihn heute früh benutzt und dann hinter mein Ohr gesteckt. Oh? Aha. Yeah. Madame Gazelles Spezialkuli steckte die ganze Zeit hinter ihrem Ohr. Wir haben ihn. Das Rätsel ist gelöst. Hurra! Danke für eure Hilfe, Peppa und Luzi. Ich denke, ihr zwei werdet sehr gute Polizistinnen. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits. Hallo, Frau Mümmel. Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Ja. Frau Mümmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer 1 ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Ups, tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mümmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer 2 ist, nicht rennen. Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen. Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Oh, und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Oh. Oh. Haben Sie einen Riesenspaß, Herr Bulle? Oh, den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser. Was machen wir als erstes? Gehen wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen. Wer von euch will hinunterrutschen? Ich. Tja, ihr habt Glück. Ja. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze. Fertig. Los.
Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Peppa. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo, Oma. Hallo, Herr Bulle. Sie nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist ein Unentschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen. Heute früh macht sich Peppa ein leckeres Frühstück. Oh. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen. Ich hab dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aber Mama Wutz und Peppa wollen ihm einen Streich spielen. Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Peppa und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April. Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen. Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Peppa spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Peppa. Die haben mich aber erschreckt. April, April! Ich bin wieder reingefallen, Peppa. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Peppa? Peppa und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Peppa und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken, nicht wahr, Peppa? Ja. Das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Da stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Peppa und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh. Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April, April. Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Peppa. Yeah, danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. Oh. April, April. Peppa liebt den 1. April. Jeder liebt den 1. April. Hurra! Peppa und ihre Freunde sind im Kino. Sie haben sich gerade den Film Gemüse im Weltall 2 angesehen. Keine Sorge, Pedro. Ich werde dich retten. Weil allen der Film so gut gefallen hat, spielen sie ihn jetzt nach. Wollt ihr zu mir nach Hause kommen und dort Gemüse im Weltall spielen? Ja, bitte! Allen macht es Spaß, sich für das Spiel zu verkleiden. Pedro Pony ist ein Astronaut. Luzi Locke ist ein Roboter. Gerald Giraffe ist ein Außerirdischer. Und Peppa ist eine Weltraumheldin. Gehen wir nach draußen und spielen, dass wir auf dem Mond sind.
Hurra! Piep. Alle mir nach! Piu, piu! Peppa und ihre Freunde stellen sich vor, dass sie auf dem Mond sind. Genauso wie in dem Film. Allen macht es großen Spaß, so zu tun, als würden sie auf dem Mond schweben. Oh! Oh, gute Idee, Geralt. Benutzen wir die Raketenautos und fahren damit herum. Oh je, es sind nicht genug Raketenautos für alle da. Willst du in meinem Auto mitfahren, Luzi? Luzi tut so, als wären ihre Stiefel Raketenstiefel. Jetzt können alle auf lustige Weise den Mond erkunden. Piep, piep, hurra! Ja! Juhu! Juhu! Wonach suchen wir eigentlich auf dem Mond? Piep! Das Einzige, das es auf dem Mond gibt, ist der Mond. Piep. Der Mond besteht aus Käse. Vielleicht finden wir hier Käse fürs Mittagessen. Natürlich. Was ist das? Ist es ein Mondmonster? Nein, Peppa. Ich bin... Dein Papa. Und ich bringe euch allen ein paar Käsebrote zum Mittagessen. Alle lieben es so zu tun, als wären sie auf dem Mond. Aber das Mittagessen lieben alle noch mehr. Heute haben Peppa und ihre Familie im Supermarkt eingekauft. Wiedersehen, Supermarkt. Ist das ein Roboter? Nein, Peppa, das ist ein Warenautomat. Du schmeißt Geld hinein, um die Waren darin zu kaufen. Können wir bitte etwas aus dem Roboter kaufen? Okay, jeder von uns wählt eine Sache, auf die er Lust hat. Ja! Peppa freut sich schon, etwas aus dem Warenautomaten zu kaufen. Bitte sehr, Peppa. Mach's gut, Münze. Jetzt drückst du die Taste, die zu der Ware passt, die du möchtest. Ich möchte einen Orangensaft. Da ist er. Hurra! Sehr lecker. Schorsch hat ein Plätzchen in Dinosaurierform entdeckt. Hier, bitte, Schorsch. Jetzt drückst du die Taste mit dem Dinosaurier. Dinosaurier! Ich schätze, ich wähle dieses Getränk. Oh je, es steckt fest. Papa Woods Getränk wird von einem Sandwich blockiert. Das Sandwich ist im Weg. Böses Sandwich. Wir müssen jetzt auch das Sandwich kaufen, damit es das Getränk hinunterschubst. Oh, es steckt wieder fest. Böse Ananas. Oh. Ha, dann kaufen wir die Ananas auch. Es steckt wieder fest. Schon wieder. Das Getränk ist nun endlich ganz unten gelandet. Super! Ja. Endlich habe ich mein Getränk. Oh nein, mein Getränk hat mich vollgespritzt. Armer Papa. Wähl lieber was anderes aus dem Warenautomaten. Gute Idee. Oh, der Warenautomat ist leer.
Ja, weil wir alle Waren gekauft haben. Hallo allerseits. Hallo, Pep. Mama Wutz hat Peppa zur Spielgruppe gebracht. Sie kümmert sich aber auch um Baby Alexander. Oh je. Darf ich Baby Alexander schnell die Windeln wechseln, bevor ich gehe, Madame Gazelle? Unbedingt. Oh, dürfen wir dabei helfen, ihn abzuputzen? Bitte! Okay, nehmt bitte die Windelcreme und eine frische Windel aus der Wickeltasche und gebt sie mir. Alle haben Spaß dabei, Mama Wutz zu helfen, Baby Alexanders Windeln zu wechseln. So, wieder putzmunter. Darf Baby Alexander mit uns spielen? Bitte! Nun, von mir aus gerne. Hurra! Peppa zeigt Baby Alexander alle ihre Lieblingssachen aus der Spielgruppe. Das sind die Bücher. Oh. Baby Alexander gefallen die vielen Bücher. Das ist die ganze Welt. Und es macht ihm Spaß, den Globus zu drehen. Und das ist Madame Gazelle. Bonjour, kleiner Alexander. Oh. Aber Madame Gazelle hat er am allerliebsten. Vielleicht ist es Zeit, etwas zu malen. Alle malen Bilder von sich selbst. Solche Bilder nennt man Selbstporträts. Ich bin die gemalte Peppa. Hallo. Hallo, Peppa. Ich bin Freddy. Ich bin Luzi. Und ich bin Gerald. Gut gemacht, Baby Alexander. Es sieht aus wie ein leckerer Apfel. Baby Alexanders Bild erinnert Peppa daran, dass es Zeit fürs Mittagessen ist. Auch für Baby Alexander ist jetzt Essenszeit. Er bekommt spezielle Babynahrung. Hier kommt der Zug, Alexander. Tschuff, tschuff. Schmeckt Baby Alexanders Essen eigentlich gut, Mama? Oh, er findet schon. Oh. Oh je, darf ich ihm noch mal die Windeln wechseln, bevor wir gehen? Ich hol die Tasche. Die Spielgruppe liebt es, Baby Alexander hier zu haben. Hurra! Hallo, ich bin Königin Peppa. Heute tut jeder in der Spielgruppe so, als sei Peppa die Königin. Ich bin die Königin und ich befehle euch, dass ihr alle lauter Leckereien essen sollt. Zu Befehl, Eure Majestät. Königin Peppa genießt es, die Königin der Spielgruppe zu sein. Sie genießt auch die ganzen Leckereien. Miau. Hier sind ein paar Rosinen, Frau Königin. Mm. Oh, danke, Molly. Ich liebe Rosinen. Mm. Aber ich bin schon echt richtig satt. Darf ich für eine Weile König spielen, wenn du satt bist, Königin Peppa? Gute Idee. Hier, bitte sehr, König Pedro. Jetzt ist Pedro Pony der König der Spielgruppe. Ich befehle, jeder hier muss jetzt hüpfen. Wieso, Herr Majestät? Weil Hüpfen Spaß macht. Okay. König Pedro hat recht. Hüpfen macht Spaß. Mir gefällt, wie du hüpfst, Klausi. Danke, König Pedro. Hüpf, hüpf. König Pedro, du hast gesagt, jeder muss hüpfen. Also musst du auch hüpfen. Oh, das stimmt. Hüpf, 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 hüpf. Hast du Lust, jetzt die Königin zu sein, Molly? Miau. Ja, bitte. Hüpf, hüpf. Jetzt ist Molly die Königin. Oh, ich befehle, dass jeder von euch jetzt ganz, ganz leise sein muss. Oh.
Und ich befehle, jetzt macht alle Lärm. Und jetzt leise sein. Und jetzt macht Lärm! Alle haben viel Spaß dabei, Königin Mollys und König Klausys Regeln zu befolgen. Leise! Laut! Jetzt ist Schorsch der König. König Schorsch befiehlt, jeder soll so tun wie ein Dinosaurier. Es macht allen Spaß, König der Spielgruppe zu sein. Aber Dinosaurier zu spielen macht allen noch viel mehr Spaß. Peppa und ihre Familie sehen sich einen Film im Kino an. Mama, ich muss auf die Toilette gehen. Okay, Peppa. Nehmen wir die Toilette vor dem Kinosaal. Wir gehen nur mal kurz auf die Toilette. Die Toilette? Gute Idee. Oh je, die Toilette wird geputzt und ist außer Betrieb. Aber ich muss dringend aufs Klo. Da ist eine Toilette die Straße runter. Folgt mir allerseits. Dinosaurier! Peppa und ihre Familie haben die Toilette gefunden. Hier ist die Toilette, Peppa. Stellen wir uns an. Ich fürchte, ihr müsst euch hinten anstellen. Nämlich da drüben. Die Schlange vor der Toilette ist aber wirklich sehr lang. Ich weiß nicht, ob ich es so lange halten kann. Es gibt doch eine Toilette im Supermarkt. Versuchen wir es dort. Peppa, Mama Wutz, Papa Wutz und Schorsch suchen überall nach einer Toilette. Sie versuchen's im Supermarkt. Oh, aha. Oh. Sie versuchen's im Zoo. Tut mir leid, Peppa. Diese Toilette ist kaputt. Sie versuchen sogar in einem Toilettengeschäft. Es tut mir leid, aber diese Toiletten hier sind nur zum Anschauen da. Es gibt hier nirgendwo eine Toilette. Oh je, jetzt muss ich selbst auf die Toilette. Ich auch. Schaut, die Kinotoilette ist wieder in Betrieb. Hurra! Peppa und ihre Familie können sich jetzt endlich wieder den Film ansehen. Aber der Film geht gerade zu Ende. Gucken wir ihn uns noch mal von vorne an. Muss irgendjemand vorher noch auf die Toilette? Peppa und Luzi Locke haben beschlossen, ihre Kleidung heute andersrum zu tragen. Mach's gut, Luzi. Wiedersehen, Peppa. Oh. Peppa, Luzi, warum tragt ihr eure Klamotten andersrum? Und warum geht ihr denn rückwärts? Na ja, weil heute ist Rückwärtstag. Man sagt alles und macht alles rückwärts. Nein, tun wir nicht. Dann viel Spaß. Den haben wir nicht. Peppa
Pepper und Luzi Locke spielen im Garten Fangen. Und zwar rückwärts. Hab dich! Du kriegst mich nicht! Es ist sehr schwer, Spiele rückwärts zu spielen. Wo bist du hin, Luzi? Oh, ich komme! Ich hab's! Lass uns rückwärts im Park spielen! Herr Bulle findet es sehr verwirrend, dass Pepper und Luzi Locke rückwärts laufen. Guten Morgen! Warum gehen wir rückwärts? Es ist Rückwärtstag. Wir machen heute alles rückwärts. Ist echt schon wieder Rückwärtstag? Dann suche ich besser meine Rückwärtsbohrer. Ups, tut mir leid. Pepper und Luzi Locke spielen am Rückwärtstag nun zusammen im Park. Rückwärts zu schaukeln fühlt sich gleich an wie vorwärts. Aber nicht alle Spiele machen rückwärts gleich viel Spaß. Das ist rückwärts. Nein, das ist rückwärts. Spielen wir rückwärts Frisbee. Fang! Yeah. Wer von euch hätte gern ein Eis? Yay! Ups, wir meinen nein! Ich sehe, euch macht der Rückwärtstag Spaß. Ich esse mein Eis jetzt rückwärts. Ups. Umgekehrt ist nicht ganz dasselbe wie rückwärts. Das ist alles sehr verwirrend. Ich schätze, der Rückwärtstag ist jetzt wohl vorbei. Pepper und Luzi Locke hatten Spaß am Rückwärtstag. Aber sie sind froh, dass jetzt wieder alles normal ist. Pepper und ihre Freunde sind auf dem Weg zur Schaukel auf dem Spielplatz. Stopp! Oh. Gibt es ein Problem, Herr Bulle? Ich repariere gerade die Schaukel, Papa Wutz. So, jetzt kann sie wieder absolut sicher benutzt werden. Pepper liebt es, auf der Schaukel zu spielen. Wollen Sie mit mir schaukeln, Herr Bulle? Oh. Es macht Spaß. Ich? Warum nicht? Immerhin ist sie ja jetzt repariert. Wie, uff. Wow, das war lustig. Wie kommst du jetzt wieder runter? Wenn Sie nach oben gehen, dann kommt Pepper wieder runter. Oh, etwa so? Herr Bulle steckt am unteren Ende der Schaukel fest. Herr Bulle ist ein Erwachsener und Pepper ist klein. So geht die Schaukel nicht rauf und runter. Es braucht etwas Schweres auf Peppers Seite. Verflixt, woher weißt du das? Ich bin ein Schlauberger. Alles klar. Peppers Rucksack wird sie schwerer machen. Wir sind im Himmel bei den Wolken. Herr Bulle steckt immer noch am unteren Ende der Schaukel fest. Ich schätze, es macht auch Spaß, unten zu sein. Hier hat man einen tollen Blick auf das Gras. Es muss ein zweiter Erwachsener mit Herrn Bulle spielen. Miau. Ich frage mich, wo wir noch einen Erwachsenen finden können. Du bist erwachsen, Papa. Oh ja, das bin ich. Ich werde mit Herrn Bulle spielen. Yay! Wow! Papa Wutz und Herr Bulle sind beide erwachsen. Deshalb ist die Schaukel jetzt im Gleichgewicht und geht rauf und runter. Stopp! Macht es Ihnen denn keinen Spaß, Herr Bulle? Mir macht es einen Riesenspaß. Ich will nur die Aussicht genießen. Okidoki, weiter geht's. Hoch bis zum Himmel. Hallo Sonne. Hallo Gras.
Hallo, Wolken! Hallo, Peppa! Peppa und ihre Familie wollen mit Baby Alexander mit dem Riesenrad fahren. Aber er ist nicht sehr glücklich. Was stinkt hier so? Pfui, es ist Baby Alexander. Er braucht eine neue Windel. Aber wir stehen ganz vorne in der Schlange für das Riesenrad. Oh, haltet euch lieber alle die Nase zu. Oh, dieses Riesenrad stinkt. Fürchterlich. Tut mir leid, Peppa, aber wir müssen uns jetzt um Baby Alexander kümmern. Wir helfen ihm jetzt und spielen dann später. Ja, Baby Alexander braucht unsere Hilfe. So gefällst du mir. Machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem schönen Wickeltisch. Oh, schon besser. Nicht hier? Oh! Oh! Nicht hier! Definitiv nicht hier! Oh! Gut gemacht, Peppa. Wir haben den Wickeltisch gefunden. Zuerst entfernen wir die schmutzige Windel. Die landet dann im Müll. Wo ist die Mülltonne? Sie ist hier, Papa. Jetzt waschen wir uns die Hände. Dann noch etwas Creme. Ups, entschuldige, Peppa. Jetzt legen wir ihm eine saubere Windel an. Kann ich das bitte machen, Papa? Natürlich, Peppa. Da hast du's. Alles wieder gut. Das war ein Riesenspaß. Ich habe niemals zuvor eine Windel gewechselt. Du hast das sehr gut gemacht, Peppa. Aber weißt du, was sogar noch mehr Spaß macht, als Windeln zu wechseln? Das Riesenrad! Peppa und Emily Elefant haben heute viel Spaß am Strand. Sie lieben das Wasser. Schau, Emily, ich bin ein Fisch. Oh. Blub, blub, blub. Ich habe eine Idee. Hier sind so viele Fische, Peppa. Oh, wie machst du das nur, Emily? Hältst du die Luft an? Nein. Ich kann mit meinem Rüssel atmen, weil er ist so lang. Oh. Oh, was ist los, Peppa? Ich wünschte, ich hätte auch so einen Rüssel. Dann könnte ich unter Wasser atmen und die Fische sehen. Ich hab's. Komm mit mir, Peppa. Tada! Dieses Rohr trägst du in deinem Mund. Damit kannst du unter Wasser atmen. Wie Emilys Rüssel? Genau wie Emilys Rüssel. Wieso klingt deine Stimme so seltsam, Peppa? Wegen des Schnorchels. Damit kann ich unter Wasser atmen. Wie du. Guck. Nein, Peppa. Peppa, du musst vorsichtig sein. Bäh.
Der Schnorchel ist kaputt. Oh. Und das Wasser schmeckt furchtbar. Weil es eben Salzwasser ist, Peppa. Press mit dem Schnorchel im Mund die Lippen fest zusammen. So kannst du durch den Mund atmen, ohne Wasser zu schlucken. Du musst ganz, ganz langsam und tief atmen. Schau her. Peppa übt langsame, tiefe Atemzüge. Versuchst du es nochmal? Okay. Ich kann es! Ich habe ganz, ganz viele Fische gesehen. Ja, gut gemacht. Danke für deine Hilfe, Emily. Und um den Salzwassergeschmack loszuwerden, kriegst du von George und mir jetzt Eiscreme! Wer ist bereit für einen Abenteuerausflug ans Meer? Hurra! Peppa und ihre Familie machen heute einen Ausflug. Oh, Jemine, ich habe wohl vergessen, das Auto aufzutanken. Kein Problem. Dann fahren wir mit dem Zug zum Strand. Hurra! Peppa und ihre Familie nehmen einen Zug zum Strand. Oh, Fahrkarten bitte. Wir fahren heute zur Küste. Und Mama hat das Auto nicht aufgetankt. Wie aufregend. Ich liebe es an der Küste. Ich denke, es ist Zeit fürs Mittagessen. Peppa, suchen wir den Speisewagen. Ja! Papa Wutz und Peppa gehen durch die Waggons zum Speisewagen. Es ist sehr wackelig. Oh, dieser Waggon muss für Passagiere sein, die schlafen wollen. Wir müssen ganz leise sein. Dieser Waggon muss für Personen sein, die im Zug spielen wollen. Wow! Hallo Klausi! Hallo Gerald! Oh. Oh. Das hier muss der Kinowagen sein. Verzeihung! Peppa und Papa Wutz haben den Speisewagen gefunden. Dieser Waggon muss für Personen sein, die unterwegs essen wollen. Ist das dein Magen, der knurrt, Papa? Der Zug hat leider eine Panne. Oh je, Mini, dann müssen wir den Bus nehmen. Peppas Familie wartet jetzt auf den Bus, der sie zum Strand bringen soll. Nächster Halt ist der Strand. Hurra! Oh! Der Bus hat eine Panne. Oh. Es hat wohl wieder jemand vergessen aufzutanken. Wie sollen wir es jetzt zum Strand schaffen? Na ja, wir gehen zu Fuß. Der Strand ist gleich den Hügel runter. Das war die tollste Reise zum Strand überhaupt. Ich bin schon gespannt, wie wir später wieder nach Hause kommen. Ganz ruhig. Peppa hat heute ein Video gefunden von der Zeit, als sie ein Baby war. Ich habe als Kind laut geweint, nicht wahr, Papa? Oh. Ja, das tun alle Babys manchmal. Ach, da muss ich mit Schau schwanger gewesen sein. Schwanger? Was bedeutet das? Das heißt, da ist er noch in meinem Bauch gewesen. Oh, ich habe eine Idee. Was tust du da, Peppa? Schaut, jetzt habe ich auch ein Baby in meinem Bauch. Sehr gut, Peppa. So,
Was tun denn Menschen, die ein Baby im Bauch haben? Ich hatte damals oft Heißhunger. Heißhunger hat man, wenn man unbedingt etwas Bestimmtes essen will. Peppa entscheidet, dass sie jetzt auch einen Heißhunger hat. Ich habe Heißhunger auf Spaghetti! Peppa findet Heißhungerattacken köstlich. Das war wirklich lecker. Was passiert noch, wenn man ein Baby im Bauch hat, Mama? Nun, ich wurde damals schnell müde und nette Menschen haben mir dann ihren Sitzplatz überlassen, damit ich mich hinsetzen und ausruhen konnte. Hallo, Peppa. Ich habe ein Baby in meinem Bauch und ich bin wirklich müde. Überlass mir also bitte deinen Sitzplatz, Papa. Oh Gott, na klar, bitteschön. Und manchmal taten mir die Füße weh. Dann hat Papa Wutz mir die Füße massiert. Peppa gefällt die Idee einer Fußmassage. Papa, mir tun die Füße weh. Kannst du mir bitte die Füße massieren? Oh, verstehe, dann verlieren wir keine Zeit. Hier ein bisschen. Papa Wutz kitzelt die Füße mehr, anstatt sie zu massieren. Es passierte aber noch etwas, als Mama Wutz schwanger war. Was meinst du? Am Ende bekam sie ein Baby. Tante Wutz kommt mit Baby Alexander zu Besuch. Hallo Baby Alexander. Ich tat gerade so, als hätte ich ein Baby im Bauch. Aber jetzt kann ich so tun, als wärst du mein Baby. Echte Babys sind eigentlich wirklich laut. Ich denke, dabei hatte ich doch lieber mein Kissen. Heute ist Pfannkuchentag in Peppas Spielgruppe. Das ist Eiscreme. Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja! Peppa gibt Mehl in eine Schüssel. Molly Mietze gibt ein Ei dazu. Wow! Klausi Kleff gibt Milch dazu. Und Luzi Locke rührt die Mischung gründlich um. Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Luzi? Und etwas mehr ihr drüben. Wow! Was ist das? Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr heiß werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alle ab! Peppa! Das bin ich! Der Pfannkuchen sieht genau wie Peppa aus. Ich bin Peppa Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker. Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern. Juhu. Peppa und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben dazu. Rot, orange, gelb, grün, blau. Och. Ich hab den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden. Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt. Hurra! Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazugegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer.
Das hier können wir wohl nicht essen, Kinder. Oh. Aber es ist ein super Trampolin. Peppa liebt den Pfannkuchentag. Jeder liebt den Pfannkuchentag. Peppa und ihre Familie sind heute ins Museum gegangen. Oh. Guck, Schorsch, dieser Dinosaurier hat eine Schwester. Und eine Mama. Und einen Papa. Oh. Das ist eine ganze Familie von Dinosauriern. Peppa liebt das Museum. Aber es schließt jetzt. Danke fürs Kommen. Auf Wiedersehen. Ich will aber noch nicht gehen. Wir müssen nicht gehen, Peppa. Denn heute übernachten wir alle zusammen im Museum. Ja! Oh, was wollen wir heute Abend als erstes machen? Haben wir doch ein Festessen. Yum, yum. Lasst es euch schmecken. Oh, diese Orange ist ziemlich hart. Das ganze Essen auf dem langen Tisch ist aus Plastik. Was machen wir als nächstes, Peppa? Peppa? Oh. Mama Wutz weiß nicht, wo Peppa hin ist. Hier bin ich. Ich bin eine Wikingerin. Ich bin auch eine Wikingerin. Wikinger. Ich bin auch ein Wikinger. Ich meine ein Wollhaar-Mammut. Allen macht es Riesenspaß, vor dem Wollhaar-Mammut wegzurennen. Aber das ganze Gerenne hat alle sehr müde gemacht. Ich denke, es ist Zeit fürs Bett. Suchen wir uns jetzt einen guten Schlafplatz. Gute Nacht allerseits. Am nächsten Morgen kommen viele Besucher ins Museum. Wuff! Guck dir mal diese Wikinger an, Opa! Was für ein tolles Mammut! Oh, er sieht wirklich echt aus. Alle glauben, dass Peppa und ihre Familie zum Museum gehören. Wow, ist das sieht echt? Aus. Das Mammut trägt eine Brille. Was ist hier los? Das ist keine Wikingerin. Das ist Peppa. Hi. Oh je. Sieht so aus, als ob wir nicht nur im Museum übernachtet haben. Wir haben sogar verschlafen. Heute ist Mal- und Basteltag in Peppas Spielgruppe. Ich habe viele lustige Mal- und Bastelübungen geplant. Fangen wir an mit Malen. Aber wo sind die Pinsel? Sie sind genau hier. Keiner weiß so richtig, was Madame Gazelle meint. Wo? Ich sehe hier gar nichts. Ihr übt heute Fingermalen. Statt mit Pinseln malt ihr mit euren Fingern. Ah, hurra! Peppa und ihrer Spielgruppe macht es Spaß, mit den Fingern zu malen. Eine hübsche Blume, Peppa. Danke, Madame Gazelle. Das ist ein wunderschöner Schmetterling, Luzi. Mäh, danke, Madame Gazelle. Oh. Und Klausi, das ist eine wunderschöne Pfütze. Danke, Madame Gazelle. Klausi springt in seinem Bild herum, als wäre es eine Schlammpfütze. Ah, geniale Idee, Klausi. Jetzt ist Gesichtsmalerei dran. Jeder bekommt sein Gesicht angemalt. Luzi ist ein Schmetterling, Klausi ist ein Zebra, Freddy ist ein Tiger, Emily ist ein Fisch. Und Peppa ist grün. Oh, ich bin grün. Oh,
Du bringst mich auf eine fantastische Idee. Madame Gazelle holt eine große Leinwand herbei mit Klebeband darauf. Was ist das, Madame Gazelle? Wieso? Das ist ein wunderschönes Gemälde. Ich sehe aber kein Gemälde. Ja, es ist nämlich noch nicht ganz fertig. Nehmt euch jetzt alle eine Farbflasche und spritzt davon so viel ihr wollt auf diese Leinwand. Gut so, Kinder. Seid schlampig. Habt Spaß. Aber kleckert nicht auf den Boden. Allen macht es richtig Spaß, die große Leinwand zu bemalen. Es ist wunderschön. Ich liebe es. Ich auch. Aber ich sehe immer noch kein Gemälde. Aha. Gleich siehst du eines, Peppa. Madame Gazelle nimmt das Klebeband von der Leinwand. Durch das Klebeband sieht das Gemälde aus wie ein Stern. Peppa gefällt der schöne Stern. Und Peppa liebt den Mal- und Basteltag. Heute spazieren Peppa und ihre Familie zum Ententeich. Aber eine Metallschranke versperrt ihnen den Weg. Tut mir leid, der Weg ist gesperrt. Aber der Teich ist gleich da drüben. Es ist leider viel zu rutschig. Oh, oh, oh! Folgen Sie einfach den Umleitungsschildern mit den hellroten Pfeilen darauf. Es geht ganz schnell. Eine Umleitung ist, wenn man einen anderen Weg nehmen muss. Kommt alle mit. Das wird ein Abenteuer. Dann bis gleich, Enten. Hier ist es. Peppa hat den ersten hellroten Pfeil gefunden. Und noch einen. Aha. Und noch einen. Und noch einen. Aber das fünfte Schild ist umgefallen. Bitte, bitte aufwachen, Herr Schild. Keiner weiß, wie der Weg weitergeht. Gehen wir nach links oder nach rechts? Wer nach rechts geht, hat Recht. Oh, haben wir uns verirrt? Nein, haben wir nicht. Wir wissen nur nicht, wo wir sind. Wenn man nicht weiß, wo man ist, hat man sich wahrscheinlich verirrt. Oh. Schaut, eine Ente. Hallo, Ente. Entschuldigen Sie, Frau Ente. Wissen Sie, wo der Ententeich ist? Was haben wir doch für ein Glück. Bring uns hin, Ente. Das hier ist ein Entenpfad, Papa. Ab jetzt müssen wir alle so watscheln wie die Enten. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Peppa und ihre Familie sind am Ententeich angekommen. Wir sind da! Yay! Yeah! Ihr habt euch Zeit gelassen. Seid ihr froh, die Umleitung genommen zu haben? Ja, so hatten wir viel mehr Spaß. Und es war auch nicht rutschig. Es ist Valentinstag. Peppa und Schorsch bereiten ein besonderes Abendessen für Mama und Papa Wutz zu. Opa Wutz hilft ihnen dabei. Du meine Güte! Wir machen spezielle Valentinstagspizzas, Oma Wutz. Denn am Valentinstag geht es darum, den anderen zu zeigen, dass man sie liebt. Ich weiß! Machen wir die Pizzas herzförmig. Jetzt
werfen wir den Teig hinauf in die Luft. Genauso macht man das in Roma. Das ist eine Stadt in Italien. Oh. Hm. Oh. Ups. Genau wie in Roma. Oh. Verdecken wir doch die unebenen Stellen mit Gemüse aus dem Garten. Mama und Papa Wutz wissen nicht, was gerade passiert. Peppa und Schorsch ernten Gemüse. Die Pizzas belegen wir mit vielen Zutaten. Oh. Das sehe ich. Bringen wir jetzt das Gemüse ins Haus. Peppa und Schorsch belegen die Pizzas mit Gemüse. Ich weiß was. So werden die Pizzas noch spezieller. Geben wir Mama und Papa Wutz Lieblingsessen drauf. Gute Idee, Peppa. Hm. Was ist denn ihr Lieblingsessen? Oh. Spaghetti und Schokoladenkuchen. Die Pizzas sollten so aussehen wie Mama und Papa. Peppa und Schorsch machen aus den Pizzabelägen Gesichter. Jetzt sind sie wirklich speziell. Oh, Schorsch. Hier sind eure wirklich speziellen Valentinstagspizzas. Oh, Schokoladenkuchen? Mein Lieblingsessen. Dinosaurier. Ein Spaghetti-Dinosaurier. Danke, Peppa und Schorsch. Die sind zu schön, um sie zu essen. Mama und Papa Wutz finden ihre Valentinstagspizzas wirklich sehr außergewöhnlich. Frohe Ostern, Kinder! Oh, oh, oh. Frohe Ostern, Donnerwelle! Peppa und ihre Freunde unternehmen heute viele Aktivitäten zum Thema Ostern. Danke! Heute habe ich einen Spezialgast eingeladen. Frau Bebe! Hallo, Kinder! Der Osterhase will, dass ich mit euch Osterspiele spiele. Aber zuerst bekommt ihr alle lange Osterhasenohren von mir. Oh, wie ich sehe, hast du ja schon lange Osterhasenohren. So, wer hat Lust, Ostereier zu bemalen? Peppa und ihre Freunde bemalen Holzeier. Vergesst nicht, Kinder, ihr könnt euer Osterei bemalen, wie ihr wollt. Guten Tag, Herr Ei. Oh. Oh je, es sieht so aus, als habe man Klausi Kleff ein richtiges Ei zum Bemalen gegeben. Klausi, was ist mit deinem Ei los? Ich denke, ich habe beim Bemalen zu stark gedrückt. Zum Glück habe ich ein Reserve-Ei. Also gut, Häschen, folgt mir. Hopf! Peppa und ihre Freunde sind nach draußen gegangen, um ein besonderes Osterspiel zu spielen. So, jetzt spielen wir Hasenbowling. Rollt eure Eier am Boden entlang und versucht, möglichst viele Hasenkegel umzuschmeißen. Oh. Das war wohl nicht sehr Ei. Wups. Ein wenig zu hoch. Ja. Oh, jetzt habt ihr alle gewonnen. Yeah. Das habt ihr alle gut gemacht. Ihr bekommt alle eine Ostermedaille. Hurra!
Und das Beste daran ist, diese Medaillen sind aus Schokolade. Gibt es einen Preis für den, der am meisten Schokolade isst? Peppa und ihre Freunde lieben Ostern wirklich sehr. Peppa kommt in der Spielgruppe an. Hallo, Madame Gazelle. Bonjour, Peppa. Du kommst gerade rechtzeitig für ein besonderes Spiel. Oh. Madame Gazelle hat den Raum in vier Farben aufgeteilt. Rot, blau, grün und gelb. Du kannst zum grünen Team dazugehen, Peppa. Ihr ist ein Leibchen. Et voilà. Nun, in diesem Spiel gebe ich euch eine Kategorie. Was ist eine Kategorie? Eine Kategorie ist eine Gruppe von Dingen. Ich nenne eine Kategorie und ihr müsst dann etwas finden, das in eurer Farbe ist. Also, wenn ich Essen sage... Dann müssen wir Lebensmittel finden. Nun, das war zwar nur ein Beispiel, aber... Na gut, fangen wir an. Jeder ist total begeistert, das Spiel zu spielen. Bananen, die sind besonders gelb. Tomaten sind rot. Luzi Lockes blaues Essen ist eine Blaubeere. Nichts ist blauer als eine Blaubeere. Dieses Blatt ist grün. Leider ist dieses Blatt aber kein Nahrungsmittel. Du kannst dieses Blatt nicht essen. Aber eine Raupe schon. Oh. Gut gemacht. Nun, ich denke, die nächste Kategorie ist Spielzeuge. Aber ich sehe kurz auf meiner Liste nach. Ich habe sie verloren. Jeder in der Spielgruppe liebt es, Spielzeuge zu finden. Das war zu einfach. Ich weiß eine andere Kategorie. Was für eine? Einfach alles! Oh. Madame Gazelle braucht sehr lange, um ihre Liste zu finden. Ab sie! So, jetzt können wir weiter. Oh, meine Güte. Das Spiel ist vorbei, Madame Gazelle. Wir haben alles in diesem Raum gefunden. Nun, in diesem Fall spielen wir jetzt ein neues Spiel. Es heißt, alles wieder schön wegräumen. Heute ist Sportfest in Peppas Spielgruppe. Es gibt Team Rosa und Team Blau. Beide Teams versuchen, die Goldmedaille zu gewinnen. Luisa Löffel fällt das Sackhüpfen ziemlich schwer. Yippie! Emily Elefant aus Team Rosa hat das Sackhüpfen gewonnen. Hurra! Du bist so schnell! Quick! Oh nein, ich hab verloren! Du gabst dein Bestes. Und wir können noch gewinnen! Wuff! Der nächste Wettkampf ist das Eierlaufen. Schneller, Peppa! Peppa fällt es aber schwer, das Ei zu balancieren, wenn sie schnell läuft. Langsamer, Peppa! Lass das Ei nicht runterfallen! Okay. Lauf langsamer, Klausi! Aber lauf nicht zu langsam! Langsamer! Schneller! Oh, nein! Puh!
Gut gemacht! Wir haben gewonnen! Beide Teams haben derzeit einen Punkt. Nun ist das Ringwurfspiel dran. Das Team, von dem mehr Ringe auf dem Holzstab landen, gewinnt das Sportfest. Das ist ein Punkt für beide Teams. Noch ein Punkt für beide Teams. Es steht unentschieden. Luisa und Freddy, ihr seid dran. Wenn ich daneben werfe, verlieren wir. Ruff. Mach dir keine Sorgen um den Sieg. Gib einfach dein Bestes. Und hab super viel Spaß. Aber wir haben trotzdem viel Spaß gehabt. Du hast recht, Peppa. Gut gemacht, Team Rosa. Ihr bekommt Goldmedaillen. Und Team Blau war ebenfalls richtig gut. Ihr bekommt Silbermedaillen. Team Rosa und Team Blau lieben das Sportfest. Jeder liebt ein Sportfest. Pedro Pony, Molly Mietze, Mandy Maus, Gerald Giraffe und Klausi Kleff spielen Fußball. Schau, Mama, meine Freunde spielen Fußball. Hallo, Peppa. Willst du bei uns mitspielen? Ja, bitte. Wer das schönste Tor schießt, gewinnt den Pokal. Peppa liebt funkelnde Pokale. Hast du etwa Lust, in unsere Mannschaft zu kommen? Nein, danke. Ich möchte gerne ganz alleine spielen. Allein zu spielen ist keine gute Idee, Peppa. Aber so gehört mir am Ende der Pokal ganz alleine. Peppa wird also ganz allein spielen. Und zwar gegen alle anderen. Auweia. Nicht schlecht, Peppa. Versuch es noch einmal. Vielleicht muss ich einfach nur fester schießen. Beinahe. Hier, bitte, Peppa. Vielleicht klappt es ja mit dem anderen Fuß. Auf! Es zählen nur Tore mit dem Ball, nicht mit dem Schuh. Squeak! Das ist zu schwer. Versuch es doch einmal im Tor. Gute Idee, Mama. Das werde ich super machen. Schieß doch! Schieß! Tor! Hurra! Mama, wieso können die ein Tor schießen, aber ich nicht? Weil im Fußball die Teamarbeit am allerwichtigsten ist und du kannst kein Team sein, wenn du allein spielst und nicht in einer Mannschaft. Yeah! Darf ich bitte in eure Mannschaft? Klar darfst du das. Wir haben ein Trikot übrig. Nur für dich. Wuff, wuff. Hurra! Aber wer geht jetzt ins Tor? Ich mach das. An mir kommt ihr nicht vorbei. Ja! Ein kriegst du. Du hast das Tor geschossen. Du kriegst also den Pokal. Wir haben alle das Tor zusammengeschossen, Peppa. Als Mannschaft. Das stimmt. Ihr alle bekommt den Pokal. Hurra! Das Auto ist viel zu schnell gefahren.
Keine Sorge, daher ist es sehr wichtig, dass wir stoppen, gucken, horchen und immer erst beim grünen Männchen über die Straße gehen. Das grüne Männchen! Was haben wir gerade gelernt, Kinder? Stoppen, gucken und horchen! Alles klar! Keine Autos! Gehen wir! Jetzt ist es sicher! Oh! Hallo, Papa! Hallo, Peppa! Hallo, Spielgruppe! Hallo, Papa Bus! Oh, es ist grün! Na dann, bis später, Peppa! Danke für die Hilfe, Polizeiwachtmeister Panda! Das war doch gar nichts. Peppa und Polizeiwachtmeister Panda achten darauf, dass alle die Straßenverkehrsregeln befolgen. Oh. Nein, nein, nein. Emily, du musst auf deiner Straßenseite bleiben. Tut mir leid, Peppa. Mein Rad klemmt fest. Wir helfen dir. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta. So bleibt die Straße sicher für Autos und Fußgänger. Oh. Pedro hat nicht gemerkt, dass das Ampelmännchen rot geworden ist. Pedro, das rote Männchen bedeutet nicht gehen. Danke, Peppa. Das war doch gar nichts. Moment mal, Freddy sieht wie ein Räuber aus. Wir müssen den Räuber fangen. Ta-tü-ta, ta-ta-tü-ta. Oh, rot bedeutet, ich muss stoppen. Da ist er ja. Jetzt haben wir ihn. Freddy, siehst du wie ein Räuber aus, weil du auch ein Räuber bist? Nein, mir gefallen nur Streifen. Oh, also bist du kein Räuber? Nein. Oh, dann darfst du weiterfahren. Aber nicht so schnell. Okay. Tschüss, Peppa. Au. Gut gemacht, Wachtmeisterin. Alle erinnern sich daran zu stoppen, zu gucken und zu horchen. Und sie gehen nur, wenn das Männchen grün ist. Das bedeutet, wir dürfen gehen. Das war doch gar nichts. Wachtmeister Panda. Peppa liebt es, alle zu beschützen. Und alle lieben es, sich sicher zu fühlen. Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu! Ja! Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo, Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen Sie auch so gern? Ah, Peppa, eigentlich ist heute meine allererste Flug und ich habe Angst. Oh, ich habe eine Idee. Frau Mümmel, können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da, wir sind fast im Weltraum. Zu hoch, zu hoch. Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich. Drehen wir doch einfach ein Looping. Das hat wohl auch nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier! Oh, das ist nicht gut.
Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an! Die Linien, die exakte Darstellung. Unglaublich gut! Fantastisch! Oh, hurra! Wir sind gelandet! Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß. Ich habe gar keine Angst gehabt. Sagte ich doch. Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und George. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Baby Alexander und seine Familie sind hier, um frohe Weihnachten zu wünschen. Aber Baby Alexander ist gar nicht glücklich. Warum weint denn Baby Alexander überhaupt? Weihnachten macht Spaß. Nun, es ist Baby Alexanders erstes Weihnachten. Er weiß noch nicht, dass es Spaß machen kann. Dann muss es besonders toll werden. Ich zeige ihm, was ich zum Beispiel an Weihnachten alles liebe. Ich liebe das Weihnachtsessen. Es gibt Karotten, Kartoffeln, Rosenkohl. Nein, das musst du essen, nicht werfen. Machen wir was anderes. Geschenke einpacken macht riesen Spaß. Du machst die Schleife darauf. Nein, wir packen die hier ein, damit andere sie später auspacken können. Baby Alexander macht es mehr Spaß, Geschenke auszupacken, als sie einzupacken. Ich glaube, Alexander mag Weihnachten überhaupt nicht. Wirklich? Er hat doch mit dir einen Riesenspaß. Aber es sollte für ihn doch ganz besonders toll werden. Das Weihnachtsfest mit dir zu verbringen, ist besonders toll, Peppa. Aber er macht alles falsch. Alexander ist noch ein Baby. Mach mit ihm einfach Dinge, die er richtig machen kann. Weihnachten für Babys. Oh, ich habe eine Idee. Baby Alexander macht es Spaß, die Weihnachtsgeschenke auszuteilen. Danke, Alexander. Das hier ist für Mama. Und er liebt es, an Weihnachten zu basteln. Bravo, Alexander. Und zu singen. Weihnachten, Weihnachten, jetzt ist es soweit. Der Christbaum ist nun schön geschmückt, es ist jetzt höchste Zeit. Hurra! Aber am meisten liebt er es, Weihnachten mit Peppa zu verbringen. So werden wir Alexanders erstes Weihnachten nie vergessen. Peppa spielt mit ihren Freunden Spiele. Ich liebe es, Schnippschnapp zu spielen. Ich gewinne immer. Ich mag Schnippschnapp nicht. Peppa würde auch mal gerne gewinnen. Schnapp! Ich hab's. Warum spielen wir stattdessen nicht alle Schlangen und Leitern? Juhu! Schlangen und Leitern! Aber ich hätte gewonnen. Eins, zwei, drei, vier. Ich werde gewinnen. Oh.
Zwei Felder. Jetzt darf ich die Leiter hochgehen. Ich stehe direkt vor der Ziellinie. Jetzt bist du dran, Luisa. Oh je. Luisa wird nicht gewinnen, wenn sie zurückgehen muss. Ich hab's. Machen wir ein Murmelrennen. Ich liebe Murmelrennen. Murmelrennen. Aber ich hätte sicher gewonnen. Los. Meine rosa Murmel ist in Führung. Ich hab's. Spielen wir das Papageispiel. Ich liebe das Papageispiel. Aber meine Murmel wird gewinnen. Er wird gleich hochgehen. Ich kann nicht hinsehen. Ich hab's. Spielen wir lieber wieder Schnipp-Schnapp. Snap. Schlangen und Leitern. Peppa und ihren Freunden macht es so viel Spaß, immer wieder das Spiel zu wechseln, dass sie dabei ganz vergessen, wer gerade gewinnt. Gewonnen. Du meine Güte! Jetzt ist wohl die Zeit reif für ein neues Spiel. Es heißt Aufräumen. Peppa und Luisa Löffel bauen heute eine Kissenburg. Achtung! Fall nicht auf die Burg! Hab's gleich geschafft! Gut gemacht! Jetzt dekorieren wir noch den Innenraum. Es fehlt aber noch etwas. Etwas zu essen. Mama. Was für eine schöne Kissenburg. Kriegen wir bitte etwas zu essen? Natürlich, ich bin gleich zurück. Wartet hier auf mich. Stellen wir uns vor, dass die Kissenburg riesengroß ist. Fang, Peppa! Stellen wir uns vor, dass der Boden so stark federt, wie ein Trampolin. Quiek! Guck, wie stark er federt! Der Ball ist da drüben. Hüpfen wir ihm doch hinterher. Dieser Raum ist grün. Stellen wir uns vor, er ist matschig. Aber der Ball ist nicht hier. Ist er da drüben? Dieser Raum ist blau. Also stellen wir uns vor, er ist kalt. Da ist der Ball. Hurra! Lasst uns hinausgehen. Von wo sind wir reingekommen? Peppa, wo bist du? Wir finden nicht aus der Kissenburg. Ich hol euch da raus. Nein, Mama. Die Kissenburg ist zu klein für Erwachsene. Oh, ich passe überall durch. Mama Wutz steckt fest. Mama, dein Gewackel lässt die Burg einstürzen. Tut mir leid. Na,
Nach diesem Fantasiespiel bin ich jetzt sogar noch hungriger. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Wir müssen es nur finden unter diesen Kissen. Oh, schon wieder ein Apfel. Oh. Durch die Kraft von Gemüse bin ich hier. Einen Moment. Oh. Jetzt bin ich hier. Wow. Ich bin es, der superste Superheld aller Zeiten. Und ich bin hier, um euch allen beizubringen, auch Superhelden zu sein. Hurra! Peppa und ihre Spielgruppe sind alle als Superhelden verkleidet. Übung 1 in der Superheldenschule ist, setzt eure Superheldenkräfte ein, um etwas Nettes für die Welt zu tun. Luzi Locke ist nett zu einem Wurm und hilft ihm dabei, ein Loch zu graben. Freddy Fuchs ist nett zu der Pflanze, indem er sie gießt. Und Peppa ist nett zur ganzen Welt, indem sie den ganzen Müll vom Boden aufsammelt und recycelt. Ihr habt die erste Übung alle super gemacht. Die nächste Übung in der Superheldenschule ist, diesen Hindernisparcours zu bewältigen und Madame Gazelle vor den Superschurken zu retten. Auf die Plätze, fertig, los! Aber das Laufen macht alle müde. Wir sind alle außer Atem. Wieso können wir nicht schnell laufen und super stark sein? Sind wir nicht Superhelden? Ich hab's! Habt ihr heute schon Obst oder Gemüse gegessen? Ich hab mich heute geweigert, Karotten zu essen. Und ich hab vorhin meinen Apfel nicht gegessen. Aha! Obst und Gemüse helfen uns dabei, gesund zu bleiben und geben uns super viel Energie. Superhelden brauchen ganz viel Energie, um laufen und springen zu können. Madame Gazelle hat für die Kinder Teller mit leckerem Obst und Gemüse auf einen Tisch gestellt. Peppa und ihre Freunde haben das Obst und Gemüse aufgegessen. Jetzt haben sie wieder super viel Energie und versuchen es noch einmal. Wir sind hier, um sie zu retten. Meine Elden, meine Super-Elden. Gratulation! Ihr seid heute alle super gewesen. Und jeder Superheld kriegt eine Superheldenbelohnung. Was hättet ihr gern? Sind noch mehr Karotten übrig? Durch die Kraft von Obst und Gemüse sind Peppa und ihre Spielgruppe nun echte Superhelden. Schwabbelig. Peppa und ihre Spielgruppe spielen heute viele Spiele. Fühlt sich an wie Wackelpudding. Richtig. Aha, das ist eine Banane? Wieder richtig. Schmeckt auch wie eine Banane. Du bist dran, Pedro. Aber ich will nicht etwas Schwabbeliges angreifen. Das macht doch nichts. Unsere schwabbeligen Dinge waren lecker. Oh, es ist kalt. Es ist aus Metall. Ist es ein Schlüssel? Genau. Gut gemacht, Pedro. Hurra! Es ist ein Schlüssel zu unserer magischen Kiste. Ihr müsst noch zwei finden, um den Preis herauszubekommen. Oh. Wo finden wir die anderen, Madame Gazelle? In unserem nächsten Spiel natürlich. Dies sind Piñatas. In ihrem Inneren befinden sich tolle Überraschungen. Wie kriegen wir die raus? Ihr brecht sie auf mit diesen Schaumstoffschlägern. Hurra! Sie
ist voller Schnee. Meine auch. Oh. Hurra! Ich hab's geschafft, der zweite Schlüssel. Jetzt fehlt nur noch einer. Ich liebe das Spiel, übergib das Paket. Ich auch. Ich auch. Oh. Oh, ich dachte, ich hätte gewonnen. Das ist aber ein sehr, sehr langes Lied. Was ist los? Die Musik ist aus. Hurra! Peppa und ihre Freunde haben alle drei Schlüssel gefunden. Jetzt können sie ihren Preis herausfinden. Du hast es geschafft, Peppa. Ihr habt das alle gemeinsam geschafft, Pedro. Hurra! Madame Gazelle hat heute eine Überraschung für die Spielgruppe. Oh, ist schon wieder Halloween? Ich verkleide mich als Zauberer. Tschu, tschu. Ich verkleide mich als Baum. Ich verkleide mich als Zauberbaum. Ja, non, Kinder. Kürbisse werden nicht nur zu Halloween verwendet. Man benutzt sie auch an einem besonderen Feiertag in Amerika. Er heißt Thanksgiving. Darf ich an Thanksgiving denn trotzdem ein Zauberbaum sein? Natürlich, warum nicht? An Thanksgiving, man macht noch etwas anderes. Man macht ein schönes Füllhorn. Füllhorn, was? Das klingt albern. Ein Füllhorn. Das ist ein hornförmiges Körbchen mit Früchten und Gemüse, die im Herbst wachsen. Wir werden unser eigenes machen. Ihr! Danke! Frisches Obst und Gemüse sind Dinge, für die ich dankbar bin. In einer Geschichte heißt es, dass Füllhörner sich sogar von allein nachfüllen. Oh, füllt sich das hier von alleine? Leider nicht. Die Spielgruppe macht ihr eigenes Füllhorn für Thanksgiving und sammelt dafür Dinge, für die sie dankbar sind. Ich bin dankbar für Eicheln und Kürbisse. Wuff! Ich gebe noch diesen Schokoriegel aus meiner Lunchbox dazu. Ich liebe Schokoriegel. Oh, ich beiße nur einmal ab. Die Verpackung ist sowieso das Beste daran. Das war knapp. Ihr habt zusammen ein wunderschönes Füllhorn gemacht. Peppa zeigt nach der Schule Mama Wutz und Papa Wutz, was sie heute gelernt hat. Das ist ein Füllhorn. Es gehört zu Thanksgiving und erinnert uns daran, für unser leckeres Essen dankbar zu sein. Wirklich schön. Oh, aber dein Füllhorn erinnert mich daran, wie unglaublich hungrig ich bin. Kommt schon. Das Feuerwerk fängt doch gleich schon an. Peppa freut sich schon sehr auf das Feuerwerk heute. Verzeihung. Vorsicht, Peppa. Sie findet Feuerwerke sehr hübsch. Wow! Wuff. Hallo, Peppa. Du kommst genau richtig. Das Feuerwerk wird beginnen in 5, 4, 3, 2, 1.
Feuerwerk geht so hoch hinauf. Wow. Peppa findet das Feuerwerk sehr laut. Das Feuerwerk ist wirklich laut, Opa. Oh je. Warum gehen wir nicht nach hinten? Es ist leiser, wenn wir weiter weg sind. Wir gehen nach hinten, wo das Feuerwerk nicht so laut ist. Gute Idee. Wir kommen mit euch. Entschuldigen Sie bitte. Wir schon wieder. Dürfen wir bitte durch? Geht's dir besser, Peppa? Ja. Danke, Klausi. Toll. So können wir alle das wunderschöne Feuerwerk bestaunen. Es hat so viele Farben. Rot und blau. Und grün. Oh, und gelb. Das Feuerwerk macht Peppa großen Spaß. Ja. Jetzt ist es Zeit für das große Feuerwerk. Es wird euch allen den Atem rauben. Größer? Bedeutet das lauter? Ah. Oh je. Was machen wir nur? Wir können nicht noch weiter zurück. Gehen wir besser nach Hause. Aber ich will mir das Feuerwerk ansehen. Ich will es nur nicht hören. Puff, ich hab es. Manchmal ist es in der Werkstatt meines Opas auch sehr laut. Dann benutze ich die hier. Kopfhörer? Ja, sie schützen deine Ohren und machen laute Geräusche etwas leiser. Willst du sie mal anprobieren? Wow, das ist viel besser. Danke, Klausi. Kein Grund zu schreien, Peppa. Du bist lauter als das Feuerwerk. Boing, 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 boing. Emily Elefant hüpft auf einem Hüpfball herum. Warum hüpfst du denn im Sandkasten herum, Emily? Weil das mein Neujahrsvorsatz ist. Was ist das? Die Absicht, etwas ein ganzes Jahr lang zu machen. Ich werde herumhüpfen. Boing, boing. Ich hätte auch gern einen Neujahrsvorsatz. Peppa und ihre Freunde beschließen nun ihre eigenen Neujahrsvorsätze. Ich werde 1.000.000 Tore schießen. Wuff, wuff. Eins. Zwei. Ich werde in einer Sprache sprechen, die keiner versteht. Ich gebe mich als Tiger aus. Rawr, 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 rawr. Ich denke, mein Neujahrsvorsatz wird sein, in Schlammpfützen herumzuhüpfen. Ich muss nur erst welche finden. Sechs, eins, neun, vier. Klausi Kleff bringt die Zahlen durcheinander und wird langsam richtig müde. Boing, 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 boing. Molly Mietzes Gebrüll hat Emily Elefant erschreckt. Emily Elefant hat ihren Hüpfball verloren. Wo seid ihr nur, Schlammpfützen? Peppa findet keine einzige Schlammpfütze. Siehst du irgendwo Schlammpfützen, Luzi? Oh, nein, leider nicht. Ich meine, Schlammi, Schlammi, Putzi, Putzi, Bäh. Alle tun sich ziemlich schwer mit ihren Neujahrsvorsätzen. Was soll denn das hier werden? Das sind unsere Neujahrsvorsätzen. 11, 12. Mein Vorsatz ist, in Schlammpfützen zu hüpfen. Aber ich finde keine. Bei Neujahrsvorsätzen geht es nicht um Absichten wie diese hier. Wirklich nicht?
Nein, man nimmt sich schöne Dinge für das neue Jahr vor. Dinge wie beim Abwasch zu helfen. Oder euer Zimmer aufräumen. Oh. Puh, das klingt viel einfacher als 1 Million Tore zu schießen. Wuff. Das ist deine Meinung. Ein wird eins, ein wird zwei. Peppa Wutz Geschichten. Heute ist Mülltag. Deshalb ist Herr Bulle schon früh auf, um überall in der Stadt den Müll einzusammeln. Stopp! Aber Mama und Papa Wutz haben letzte Nacht vergessen, den Müll rauszutragen. Vergessen Sie nicht unseren Müll, hier ist er. Müll, gerade noch rechtzeitig. Ah, du hast den Müll in die farbigen Mülltüten sortiert. Perfekt. Wieso haben die Mülltüten eigentlich verschiedene Farben, Herr Bulle? Nun, die rote Tüte mit dem Papiersymbol ist für Papier und Karton. Die blauen Tüten mit dem Dosensymbol sind für Metall. Und die grünen Tüten mit dem Flaschensymbol... Oh, die sind für Glas. Ganz genau. Weil wir sie jetzt getrennt haben, können wir sie putzen und dann etwas Nagelneues daraus machen. Das nennt man Recycling. Oh. Peppa und ihre Familie sind sehr gut im Recyceln. Wow! Ich fahre damit jetzt gleich zum Recyclinghof. Wollt ihr mich begleiten? Ja, bitte! Aber zuerst müssen wir uns anziehen, Peppa. Nachdem sich Peppas Familie angezogen hat, hat ihnen Herr Bulle spezielle Kleidung gegeben. Jetzt seid ihr ein richtiges Recycling-Team. Los geht's! Herr Bulle hat alle zum Recyclinghof gebracht, damit sie dort gemeinsam den Müll recyceln können. Ich trage die Tüten und ihr sagt mir, in welche Tonne der Müll darin gehört, okay? Fangen wir an mit der hier. Darauf ist eine grüne Flasche. Also gehört sie in diese grüne Flaschentonne. Sehr schön. Die hier gehört in die blaue Metalltonne da. Genau. Brillant. Allen macht es großen Spaß, den recycelten Müll zu sortieren. Blechdosen? Glasflaschen? Zeitungen! Aber Herr Bulle ist nach dem Sortieren des ganzen Mülls richtig müde. Puh, das war's. Tolle Arbeit, Team. Aber etwas haben wir ausgelassen. Muh, wirklich? Wo? Es sind keine Recyclingtüten mehr übrig. Das ist Glas. Das bedeutet also, es kommt in diese Glasflaschentonne. Stopp! Das gehört nicht zum Recycling, Peppa. Das ist meine Belohnung nach der harten Arbeit heute. Erfrischend. Heute spielen alle zusammen in Peppas Garten. Emily Elefant ist in einer großen Schlammpfütze hingefallen. Monster! Nein, Monster gibt es gar nicht. Es ist ein... Igel. Wow. Der Igel ist auch in der Schlammpfütze ausgerutscht. Keine Sorge, wir helfen dir da raus. Wow. Der Igel ist jetzt eine stachelige Kugel. Aber Edmund hat eine Idee. Wir müssen einen Erwachsenen zu Hilfe holen, weil der Igel verwirrt und stachelig ist. Wir müssen hier vorsichtig sein. Ja. Mama Wutz, Papa Wutz. Mama Wutz hilft allen aus der Schlammpfütze heraus. Und Papa Wutz hilft dem Igel heraus. Seine dicken Handschuhe beschützen ihn vor den spitzen Stacheln des Igels. Da drin ist auch eine Decke, damit es angenehm warm ist. Deckchen! Wundervoll.
Aufgepasst, Igel können ein kleines bisschen stachelig sein. Hurra! Ich nenne dich Stachel. Ja, Stachel. Dr. Hamster ist vorbeigekommen, um zu sehen, ob Stachel gesund und munter ist. Es war sehr klug von euch, mich um Hilfe zu bitten. Hurra! Stachel hat sich wieder zusammengerollt. Wieso macht Stachel sowas, Dr. Hamster? Igel rollen sich zusammen, wenn sie Angst haben, damit sie in Sicherheit sind. Oh, also hat Stachel Angst? Es ist hier nur etwas laut, das ist alles, wenn wir alle leise sind. Und Stachel ein Stück Apfel geben, entspannt ihn das vielleicht. Peppa und Emily Elefant haben mehr als nur ein Apfelstück gefunden. Hurra! Genau, er braucht nur Futter und Ruhe. Wir können Stachel später im Garten freilassen, wenn die Sonne untergeht. Und wieso nicht jetzt schon? Igel sind nachtaktiv. Das heißt, dass sie nachts die Gegend erkunden und dann tagsüber schlafen. Aha. Ich bin ein Besserwisser, weißt du? Ups, tut mir leid, Stachel. Die Sonne geht unter. Und für Stachel ist es an der Zeit, nach Hause zu gehen. Wo wohnen denn die Igel, Dr. Hamster? Wo? In Hecken natürlich. Tschüss, Stachel. Besuch uns doch bitte bald wieder. Alle haben die Zeit mit Stachel genossen. Und alle sind froh, dass Stachel wieder sicher nach Hause kommt. Mach dich bereit für die Spielgruppe, Peppa. Hau, hau, hau. Oh, der Weihnachtsmann? Schon wieder da? Heute ist Peppas erster Tag in der Spielgruppe nach den Weihnachtsferien. Nein, Mama, ich bin's. Aber Peppa will nicht, dass Weihnachten schon vorbei ist. Oh, Peppa, was du da anhast, ist sehr hübsch, aber es eignet sich nicht für die Spielgruppe. Oh, aber ich verkleide mich gern als Weihnachtsmann. Ich will nicht, dass Weihnachten vorbei ist. Es macht riesen Spaß. Ich weiß, aber in der Spielgruppe kannst du auch Spaß haben. Geh jetzt und pack deinen Rucksack. Guten Morgen, Peppa. Dein Rucksack sieht wirklich extrem voll aus. Und er ist auch wirklich schwer. Puh, was hast du denn da drin? Nur etwas Lametta, damit es in der Spielgruppe funkelt. Verstehe. Ein Spielzeug vom Weihnachtsmann. Ach ja? Ein paar Zuckerstangen. Sehr lecker. Oh, und ein bisschen Rosenkohl. Nimm doch lieber ein paar Dinge mit, die für die Spielgruppe nützlicher sind. Zum Beispiel? Etwa ein paar Buntstifte zum Ausmalen, dazu leckeres Obst und ein Buch zum Lesen. Oh, das Buch habe ich vom Weihnachtsmann. Das ist eine gute Idee. Zeit zu gehen, Peppa. Oh, fahren wir mit dem Schlitten zur Spielgruppe? Ich liebe es, schnell zu fahren. Whee! Das geht wohl nicht, Peppa. Es liegt gar kein Schnee. Sogar vom Schneemann ist fast nichts mehr da. Wir müssen heute das Auto nehmen, Peppa. Oh, okay. Ach. Ich weiß, du bist traurig, dass Weihnachten vorbei ist, aber ich verspreche dir, die Spielgruppe macht genauso viel Spaß. In der Spielgruppe freuen sich alle, Peppa heute wiederzusehen. Willkommen zurück, Peppa. Hast du in den Ferien Spaß gehabt? Ich... Hallo, Peppa. Hast du Lust, mit mir verkleiden zu spielen? Oh ja, ich verkleide mich sehr gern. Wir könnten auch ein Buch lesen. Ich bekam ein neues vom Weihnachten. Fahren wir mit unseren Rollern um die Wette. Oh ja, bitte. Die Spielgruppe macht genauso viel Spaß wie Weihnachten. Peppa liebt Weihnachten, aber sie liebt es auch, wieder in der Spielgruppe zu sein. Alle kommen liebend gern zur Spielgruppe. Langer Pass, Peppa!
Peppa und ihre Spielgruppe lernen heute, wie man American Football spielt. Dieses Ei springt wirklich ganz wild herum. Das hier ist kein Ei, das ist ein Football. Nein, Bälle sind rund. Und man wirft sie nicht, man kickt sie. Das ist ein spezieller Ball aus Amerika. Diese Footballs sind eiförmig. Und sie werden meistens geworfen. Lustiger Eiball. Eiball, Eiball, Eiball. Peppa und ihre Spielgruppe tragen die American Football Spielkleidung. Die Spielkleidung steht euch gut. Vor allem dir, Pedro. Jede Mannschaft braucht ein Maskottchen. Kikeriki. Jetzt seid ihr bereit, um American Football zu spielen. Ich meine Eiball. Eiball. Um Punkte zu gewinnen beim Eiball, muss man den Ball wirklich sehr gut fangen können. Ja. Hab ihn! Oh! Oh! Man kann auch Punkte erzielen, indem man den Ball durch hohe Torstangen kickt, wie diese hier. Oh. Peppa, willst du den Ball durch die Torstangen kicken? Kicken? So wie einen Fußball? Das kann ich gut. Oh. Eiball spielen macht mir viel weniger Spaß als Fußball spielen. Luzi, versuchst du es mal? Ja, mach! Wow! Peppa hat den Ball gefangen und bekommt dafür einen Punkt. Ich hab's geschafft. Und nun zum besten Teil beim American Football. Oh, ich meine Eiball. Wenn man einen Punkt erzielt, tanzt man herum. Peppa und... Heute bewundert Peppa die Blumen in Opa Woods Garten. Gesundheit, Peppa. Was ist all das gelbe Zeug da, Opa? Das nennt man Pollen. Bienen verstreuen ihn im Garten und helfen damit, den Blumen zu wachsen. Oh, danke, dass du den Blumen hilfst, kleine Biene. Vorsicht, Peppa. Du solltest die Biene hier bloß nicht anfassen. Aber warum, Opa? Sie ist so flauschig und süß. Der Grund ist, dass du sehr groß bist und die Biene ist dagegen sehr klein. Deswegen könntest du ihr Angst machen und Bienen stechen manchmal, wenn sie Angst haben. Sie stechen? Ja, daher musst du mit Bienen sehr sachte umgehen und du musst ihnen ganz, ganz viel Raum geben. Manch einer ist sogar gegen ihre Stiche allergisch. Oh. Peppa weiß nicht recht, ob sie Bienen immer noch mag. Aber Bienen sind im Grunde genommen sehr, sehr nützlich und wirklich gut für die Welt. Nur dank ihnen haben wir Honig. Ich liebe Honig. Bienen machen Honig in Bienenstöcken. So wie diesem da. Kann ich sehen? Kann ich ihn mir ansehen? Moment mal. Der Bienenstock ist voller Bienen. Ihr müsst euch also erst umziehen. Tada! Ich meine, Sumsums. Peppa, Schorsch und Opa Wutz tragen eine besonders dicke Schutzkleidung, die ihren Kopf, ihre Hände und ihren Körper vor Bienenstichen schützt. Fantastisch! Opa Wutz zeigt Peppa und Schorsch einen Teil seines Bienenstocks. All die vielen Bienen leben in diesem kleinen Haus? Ja!
Und in dem Haus machen sie ganz leckeren Honig. Bienen arbeiten immer im Team. Sie sammeln gemeinsam Nahrung und beschützen sich gegenseitig. So wie ich und Schorsch. Wir sind wie die Bienen und Hummeln. Summ, 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 summ. Was passiert mit dem ganzen Honig, den die Bienen machen? Na, wir geben ihn in Gläser, wie in dieses hier. Opa Wutz gibt den frischen Honig in ein Konservenglas. Und dann machen wir damit leckere Honig-Sandwiches zum Mittagessen. Yay. Das ist das beste Sandwich aller Zeiten. Danke, kleine Biene. Peppa liebt Honig-Sandwiches. Und Peppa liebt Bienen, weil sie so viel Gutes tun. Peppa und ihre Spielgruppe machen heute einen Ausflug in ein Insektenmuseum. Folgt mir bitte alle. Oh. Pieps, Insekten. Das hier ist der Ameisenraum. Man kann hier sogar ein paar große Roboterameisen bestaunen. Keine Sorge, die Ameise ist nicht echt. Es ist ein großer Roboter. Oh, ich liebe Roboter. Ameisen arbeiten im Team, um ihrer Königin Nahrung zu bringen. Wollt ihr auch mal eine Ameise sein? Darf ich die Königin sein? Mhm. Ja! Ja! Hurra! Peppas Freunde treten gegen die Ameisen an. Sie müssen das Blatt zur Königin Peppa bringen. Das habt ihr toll gemacht. Ihr wart ein Team, so wie die Ameisen. In diesem Raum dreht sich alles um Bienen. Man kann sich hier sogar Bienenkostüme anziehen. Ihr seht fantastisch aus. Findet ihr den Weg durch den Bienenstock, so wie richtige Bienen? Summ, summ. Dann los! Jeder liebt es, eine Biene zu sein. Aber der Bienenstock ist sehr verwirrend. Sie wissen nicht weiter. Bienen folgen der Sonne, um den richtigen Weg zu finden. Summ, wir können doch auch der Sonne folgen. Alle folgen der Sonne, um den richtigen Weg zu finden. Genauso wie richtige Bienen. Das habt ihr alle ganz toll gemacht. Im letzten Raum befindet sich etwas ganz Besonderes. Pieps, das ist so hübsch. Aber niemand weiß, was es ist. Da drin ist etwas ganz Buntes. Ist es ein Papagei? Es hat große Flügel. Oder ein Drache? Wow! Und es war vorher eine Raupe. Es ist ein Schmetterling! Peppa und ihre Freunde lieben es, so viel über verschiedene Insekten zu lernen. Peppa macht es großen Spaß, mit ihren Freunden im Schnee zu spielen. Ist kalt. Doch bei jedem Spiel sind sie am Ende voller kaltem Schnee. Hallo, Papa. Peppa, du bist ja voller Schnee. Es ist Zeit, dass du reinkommst und dich aufwärmst. Sonst wirst du zu einem Schneemonster. Schneemonster gibt es nicht, Papa. Dürfen wir denn noch 5 Minuten spielen? Bitte! Also gut, noch 5 Minuten. Ja! Oh je. Peppa und ihre Freunde spielen vergnügt im Schnee. Sie haben gar keine Angst davor, sich in Schneemonster zu verwandeln. Auf zur Schneeballschlacht! Ja!
Mich wirst du nie treffen, Peppa! Habt ihr das gehört? Es klang wie ein... Hat jemand meine Brille gesehen? Ein Schneemannmonster! Schnell, verstecken wir uns! Ach, hey. Verstecken wir uns hier! Puh, das Schneemonster wird uns hier nicht finden! Oh. Das Schneemonster hat sie gefunden. Peppa, ich bin es! Oh, das ist kein Schneemonster. Es ist Papa Wutz. Ich hab es euch ja gesagt. Es gibt keine Schneemonster. Komm mit, Papa. Wir werden dich aufwärmen und den ganzen Schnee zum Schmelzen bringen. Und sucht auf dem Weg nach meiner Brille. Ihre Brille! Oh. Hurra! Danke, Lucy. Papa Wutz ist sehr froh, wieder zu Hause im Warmen zu sein. Er ist jetzt kein Schneemonster mehr. Im Haus wärmen sich alle mit einer heißen Schokolade auf. Sogar Schneemonster mögen heiße Schokolade.